Alt brachte gestern beim Wiegen 75,4 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,73 Meter. Sie ist Profi seit 2018. Ihr Kampfrekord: 4 Kämpfe, 3 Siege. Zweimal gewann sie durch K.O. aus Guarulhos, São Paulo, Brasil. Daniele Bastieri. Ihr Gegenüber in der blauen Ecke von Wassermann Boxing. Sie ist 31 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 75,5 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Sie ist Profi seit 2009. Ihr Kampfrekord beeindruckende 28 Kämpfe, 26 Siege, 12 Mal gewann sie durch K.O. She's the former multiple middleweight champion aus Dortmund, Christina Lady Hammer. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, ist Jörg Milke aus Cottbus, Deutschland. Ladies, vor mir mein Quatsch. Commands, clean boxing, touch gloves. 8 Runden im Supermittelgewicht, 8 rounds in the super middleweight division. Seconds out, ringfrei, Runde 1, round 1. Christina Hammer hat sich von ihrer Niederlage gegen Clarissa Shields gut erholt und seither gegen Florence Mutoni aus Kenia und Sanna Turunen aus Finnland gewonnen. Und auch heute ist sie hier gegen Daniele Bastieri, haushoher Favorit oder haushohe Favoritin, muss man ja sagen. Und sie geht auch gleich zur Sache, die Rechte zum Kopf. Da lächelt Bastieri, hat sie gespürt. Stopp! Stopp! Ja, gleich flotter Beginn von Lady Hammer. Ja, Milke, zu Recht, soll sie nicht wegdrehen. Arbeitet da gut mit der Führungshand, mit den Köpfen aneinander marschiert. Ja, unkonventioneller Kampfstil da von Bastieri. Ja, wildes Ding hier in der Anfangsphase. Ja, ganz schön was zu tun. Jörg Milke. Ja, auch guter Treffer von Bastieri. Und dann dreht sie sich weg. Was ist jetzt los? Sie hat eine Verletzung. Schulter ausgekugelt. Schulter ausgekugelt. Was ist passiert? Knackt, so macht's. Kampf ist vorbei. Ja, geht nicht weiter, geht nicht weiter. Ja, da hat er schwer zu tun, der Carlos Giannoni. Ja, schade, dass der Kampf so ausgeht. Aber sie scheint hier große Schmerzen zu haben, die Daniele Bastieri. Hat hier von Anfang an versucht mitzuschlagen, in den Kampf geworfen. Ja, bringt natürlich jetzt beiden Kämpferinnen nichts. Auch Christina Hammer wäre natürlich gerne ja ein paar Runden gegangen und hätte gezeigt, was sie drauf hat. Sie ist ja bereits die Nummer 1 im super Mittelgewicht. Can we go out? Well, out of the ring. Geht's jetzt ab? Ja, wir. Ja, ich sehe, schlagen Sie. Can we go out? Out of the ring? Ja, war für dich passiert. So, und jetzt ist irgendwas passiert hier mit ihrer Schulter. Das zeigt sie an, dreht ab. Und da bleibt dem Jörg Milke nichts anderes übrig, als
den Kampf abzubrechen. Ja, Kalle Sauerland ist auch in der Ecke von Daniele Bastieri. Ja, normalerweise no contest, wenn in der ersten Runde sowas passiert. Ja, nach wie vor große Schmerzen, muss ich erstmal hier aus dem Ring raus. Die gute 4 Kämpfe, 3 Siege hat sie bislang gehabt. Ist natürlich mit allem, was sie hatte, da in den Kampf reingestiegen. Mit den Köpfen sind sie auch noch aneinander geprallt. Also es war eine unübersichtliche Situation, als das hier mit ihrer Schulter passiert ist. Das offizielle Urteil. Wir haben eine Gewinnerin und Gewinner bei TKO durch TKO nach 1 Minute 59, 1 Minute and 59 Seconds in Round Number 1. Winner through TKO from Wassermann Boxing, Christina Lady Hammer! Ah, okay, wird als TKO gewertet. Kann man das